Back-to-Back gegen bissige Wölfe. Nur eine Woche, nachdem die Freien Akademiker im Schönheider Wolfsbau durch Penalty-Schießen gewannen, standen nur die Sachsen ihrerseits im Weddinger Erika-Hess-Stadion auf dem Eis und die Gäste bauen auf eine Revanche aus. Das Regionalligaspiel FAS Berlin gegen die Schönheider Wölfe wird Ihnen präsentiert vom Sponsor of the Day Arktis. Netzwerk, Kommunikation, Sicherheit. Und diesen Willen auf eine Revanche, den spürte man sofort. In einem hart umkämpften Match gab es schon von Beginn an bei beiden Mannschaften ordentlich was aufs Tor. Die Goalies Damon Bonnes und Erik Hanke hatten die ganze Partie über alle Hände unkellenvoll zu tun. Nach 11 gespielten Minuten brachte der Schwede Richard Jansson FAS Berlin mit 1:0 in Front. Die Führung hielt allerdings nur 5 Minuten. Schönheide mit dem Ausgleich im Powerplay. Als alle dachten, das erste Drittel gehe unentschieden in die Pause, setzte nach einem schönen Doppelpass abermals Jansson für die Hausherren ein. Im zweiten Abschnitt konnten dann nur die Wölfe treffen, so ging es 2:2 in das finale Drittel. Und hier nun wurde es turbulent. Erst Felix Karlsson mit der inzwischen dritten Führung für FAS Berlin zum 3:2, doch die Antwort der Sachsen ließ nicht lange auf sich warten. Björn Schenkel zum 3:3 und 2 Minuten später nur Novacek mit dem 4:3 für die Gäste. Ja, wir haben dann viele Strafzeiten heute gehabt, viele dumme Strafzeiten, haben dann oft auch in Unterzahl gespielt. Am Ende haben wir dann, mussten wir aufmachen, vielleicht auch die Chance zu haben, ranzukommen. Ja, und dann hatten sie halt auch viele Breaks halt am Ende. Denn FAS musste nun den Wölfen hinterherjagen und gab in Folge dessen Räume zum Kontern her. Diese nutzte einmal Schönheides Petra Kukla kaltschnäuzig und schenkte den konsternierten Berlinern 3 weitere Tore ein. Man hat ja geführt und denkt man, das schafft man eigentlich noch. Also man ist da nicht so, ah, scheiße, blöde und so. Aber 2 Minuten. Heute war halt nicht unser Tag, die waren halt im dritten oder besser und muss man akzeptieren. Lange Gesichter bei den Berlinern, tanzende Gästefans. So hatte man sich diesen Samstagabend aus akademischer Sicht sicher nicht vorgestellt. Das Regionalligaspiel FAS Berlin gegen die Schönheider Wölfe wurde Ihnen präsentiert vom Sponsor of the Day Arktis. Netzwerk, Kommunikation, Sicherheit.